Na gut. Das hat Spaß gemacht. Ja. Hast du so viel Spaß wie Shopping? Nein. Shopping Queen. Shopping ist so anstrengend, nee. Außer früh shoppen. Mache ich auch nicht. Shoppen ist halt einfach generell anstrengend. Du weißt, was früh shoppen ist, oder? Nein. Das wird nicht mit SH, sondern mit SCH geschrieben und das heißt morgens zum Frühstück ein Glas Sekt oder so. Okay, nein, das mache ich auch nicht. Okay. Wir müssen doch nichts für das Rätsel bezahlen, oder? Ich meine, da war kein Preisschild dran. Doch. Ihr dürft nie wieder raus. Ihr müsst jetzt für sie arbeiten. Ja. Ich weiß, wo noch eine Hinweismünze ist. Dann sag es doch. Ich hab geblufft. Ich weiß weiterhin nicht, wo eine Hinweismünze ist. Ich hab's gehört, du hast eine Monomünze gefunden. Genau. Ich hab die nämlich auch eben gefunden. Ah, okay. Können wir gleich dann ein neues ausprobieren? So. Wo ist die letzte? Finde den Unterschied. Ja. Wollen wir gleich die Motomünze auslösen und das Rätsel lösen oder wollen wir erst? Wir machen erstmal sie hier. Okay. Sie hat kein Rätsel. Nein! Guten Tag, Miss Adler. Ah, herzlich willkommen. Schauen Sie sich doch nur um. Nein, Moment. Was mache ich denn da? Was wollen Sie? Was mache ich denn da? Wie seid ihr? Ja, ja. Okay, gut. Wir wissen ja jetzt, wie man sie sprechen könnte. Es ist ungewöhnlich, dass ein Laden am Goodwin's Day geöffnet hat, aber eigentlich sehr praktisch, weil ich habe nicht geöffnet. Oh, aber die Tür war offen und da dachten wir uns... Ich wollte gerade nur ein paar Sachen abholen, mir nicht. Ich bin auch nicht lange hier, die Boutique bleibt natürlich geschlossen. Sie werden uns also nichts verkaufen? Tut mir leid, Mann. Ich muss eh gerade wohin. Schließlich ist heute Feiertag. Am Goodwin's Day arbeitet ja schließlich niemand, stimmt? Da müssen sie wohl leider einen anderen mal wiederkommen. Ich weiß, was man machen könnte. Hastings löst seinen Fall, nimmt dem Räuber die Beute ab, konfisziert sie und gibt sie seiner Frau. Oh, verstehe. So schade. Eigentlich könnte man es doch erklären, aber es ist Geburtstag und sie haben ja Profit davon. Ja, also, dass man sowas ablehnt, ja. Kann man so blöd sein. Zurück. Ich meine, die Klamotten sind doch wie Seide. Ja, wie Seide. Wirklich? Satz mit X. Ich dachte wirklich... Xylophon. Ich dachte wirklich, wir hätten Glück, als das Adlassen ist öffnenbar. Dann müssen wir Kleidung und Accessoires wohl streichen. Meine Güte, was für ein Dilemma. Dilemma? Gehen wir doch auf eine Weide. Und sehen uns Dilemma an. Das wird langsam zu einer echt hoffnungslosen Mission. Was? Wie geht es weiter? Wir müssen einfach nach Läden suchen, die geöffnet haben. Wo zum Beispiel? Am anderen Ende der Shenzhen Lane gibt es ja noch ein paar Läden, bei denen wir es probieren könnten, oder? Ja, das wäre ein Versuch wert. Mal sehen, was uns dort erwartet. Oder wir gehen einfach ins Ausland und kaufen da was. Dann ab dorthin. Ja. Beginn der Chancel Lane. Also mal sehen, hat einer dieser Läden geöffnet? Das Restaurant scheint schon mal geschlossen zu haben, Miss. Ja. Ein Feiertag lässt sich von niemand entgehen. Sind das da drüben nicht die Brüder Handy? Oh ja, perfekt. Jerry könnte uns einen Geburtstagskuchen für Mrs. Hastings verkaufen. Meinst du, dass die Konditorei geöffnet hat? Nein! Fragen wir doch einmal nach. Für alle, die anderen Laytons kennen. Alle hier kennen die anderen Laytons. Natürlich. Ja, sonst wären die nicht hier. Glaube ich.
Ernsthaft, wer würde sich für dieses Spiel interessieren, wenn er nicht die Hoffnung hätte, ja, dass es so wie ein Layton-Spiel ist? Also wirklich. Wie ein echtes. Dass es leider niemals sein wird. Außer vielleicht kurz so am Ende mal, weil dann ja endlich mal eine story-relevante Story kommt. Ja. Zwei ein Rätsel! Wo? In dem Busch. In auf dem der Terrasse. Oben. Oben. Wo? Oben. Da. Eins weiter rechts. Plop. Schwupp. Hm. Oh, schaut mal, hier drin ist ein Bienennest. Verlorene Zukunft. Sowieso. Ja. 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 Da gibt's doch gar nichts zu, dran zu rütteln. Und zweitliebster ist Schottel der Pandora. Schottel der Pandora. Och nö, da würde ich sogar lieber Aslan nein nehmen. Na ja, gut, du wegen Anthony. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich hab den irgendwie nie so... Doch. Nee. Natürlich. Und die Rätsel waren gut. Das allerdings, ja, die waren noch schwer mal ein bisschen. Oh, was musstest du da lesen? Hey? Ich bin beeindruckt von deiner Beobachtungsgabe, Sheriff. Aus dir mache ich noch einen waschechten Detektivhund. Ah, okay. Ich will aber kein Detektivhund sein. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt ein Hund sein sollte. Ah, bei den Bienen wartet auch noch ein Rätsel. Wie wird man nicht gestochen? Maske der Wunder fand ich okay. Hm. Ja, war auch echt nicht schlecht. Aber also war nicht schlecht, aber es ja war halt so... Aua, mein Fuß. Ja. Oh, ja, hilft den Bienen, ihren Stock zu reparieren, der bei einem Sturz auseinandergebrochen ist. Die Bienenwabe enthält drei Arten von Räumen. Leere Räume, Honigräume und Kinderräume. Die Räume dürfen nicht neben einem weiteren Raum gleicher Art liegen. Schiebe die Teile der Wabe in den Rahmen und... tippe sie an, um sie zu drehen. Wieso zu drehen? Na halt, um in Form zu drehen. Aber die sind doch alle in der richtigen. Nö, muss ja nicht. Hä? Ich verstehe das nicht. Moment. Ah, du musst ja dann die Teile... Okay. Ja, aber ich meine, guck doch mal, die Waben, die sehen doch genau schon so aus. Und... Nee. Ach so, nee, das sind so zwei... das sind so einzelne... Ach so, ja, ja jetzt... Ach, die sind... Ah, so aneinander. Sag, dass du das jetzt machen darf. Ja, du darfst. Entschuldigung. Ach, so ist das. Oh. Wie gemein. Oh Gott. Kind. Nein! Doch! Ein gutes Rätsel ist wie ein Lutschbonbon. Ich wie ein Lutschbonbon aus Honig. Als Detektiv. Du hast schon zweimal einen Punkt bekommen. Warte, doch, du bist zum Vorsprung. Hm? Was? Du bist weiter vorne. Ja, weil ich halt besser bin. In gewissen Rätseln, wie zum Beispiel Schiebung. Und selbst da habe ich einen Punkt nicht bekommen, weil ich nicht die Mindestanzahl geschafft habe. In der letzten Aufnahme. Also von daher... Oh. Kein Freund von Schatulle der Pandora, weil der Teil so kurz ist. Hm. Ich fand, ich habe letztens das geheimnisvolle Dorf nochmal gespielt. Das war kurz. Hm, ja, ich finde, die sind alle irgendwie so, je nachdem, wie man es halt spielt, ne? Obwohl andererseits so von den Partzahlen her, wenn man meine Let's Plays mal so vergleicht. Hast du es? Nein, das, ich hab grad, wollte das so reinpacken und dann drehen, aber das wollte nicht. Hm. Nee, das war okay. Nee. Nee, ich hatte das gerade. Weil jedes Mal, wenn man das dreht, springt das andere raus. Ich hatte es gerade fast. Also, ich habe nur zwei von den Dingern gedreht. Am Ende. Ganz. Hm? Was? Nichts. Ah. Ich glaube, ich habe es anders gemacht, aber ging
Da auch. Das ist schön. Ja. Ich habe jetzt den Rang Nintendo, weil ich 64 Punkte habe. Yay. Okay, so, weiter. Du fleißiges Bienchen, die Bienenwabe ist repariert und jetzt summen wieder alle glücklich. Es gibt mehr als eine Lösung, daher kannst du ruhig mal versuchen, einen anderen Weg zu finden. Haben wir ja, haben wir ja. Hilft den Bienen zum Rätselindex hinzugefügt. Oh, neues Interieur-Ticket! Ich dachte, du hast schon alle aufgebraucht. Na, alle, die ich hatte. Ja. Jetzt nicht mehr. Haha, auch ohne Schwarmintelligenz geschafft. Siehst du? Du bist ein toller Detektiv. Hund. War da ein Komma nach Detektiv? Nein. Hund. Du Hund. Du Hund. So, ich habe schon zwei Hinweismünzen. Eine ich fehlt glaube noch. Auch. Ja? Eine in diesem in dem Dachfürst. Welchen? Dem? Das ist kein Fürst. Was ist ein Fürst? Das. Das. Ja gut, jetzt habe ich alle drei. Okay, wo waren die anderen bei dir? Gute Frage. Also das ist es nicht. Ich weiß, eine war, glaube ich, wieder in der Lampe. Ja, eine wird in der Lampe hier gewesen sein. Oder in der, oder in irgendeiner halt. Und das andere war, oh Gott, wo war denn das? Ich habe das schon wieder vergessen, weil das Rätsel dazwischen war. Naja, wirst du dann, wenn du, vielleicht hast du es ja auch, also... Ich hab das nicht. Nee? Na, dann such noch mal. Vielleicht in irgendeinem Fenster? Ich hab schon geguckt. Hier vielleicht in einem der beiden? Hab ich schon geguckt. Bein eingeschlafen? Ja. So. Seht da mal, wie ich hier ausgelacht wurde. Okay, vielleicht habe ich doch schon die. Na gut, dann das Mädchen? Ja. Oh. Beautiful. Was denn? Nee, aber ich fand, verlorene Zukunft ist am längsten. Am kurzesten. Hallöchen. Echt super, dass wir nicht in die Schule müssen und so. Aber doof, dass alle Läden geschlossen haben. Zum Glück gibt's ja bei uns den Ostbahnhof und den Hauptbahnhof und da haben die Läden auch dann geöffnet. Ich hätte mir so gerne ein paar tolle neue Sachen gekauft. Boah, herrje, das kann einem den ganzen Tag vermiesen. Nicht arbeiten ist schlimm, ne? Mir ist einfach nur ein bisschen langweilig. Also was machen Sie so? Wollen Sie vielleicht etwas gemeinsam unternehmen? Tut mir leid, wir stecken gerade mitten in einem wichtigen Auftrag. Also wir unternehmen schon was gemeinsam. Ja. Oh, dann haben Sie heute gar nicht frei. Das ist ja blöd. Ja, wir machen dafür an anderen Tagen frei. So, Jerry oder Terry? Ich wäre ja für Jerry. Du hast es immer noch nicht. Ich will's auch gar nicht können. Terry ist der Linke. Ich hab doch Jerry gesagt und auf Nein, den Rechten gezeigt. Ich hab Jerry gesagt und auf den... gesagt. Ich... Sagt mir, hab ich Jerry gesagt? Ich guck gleich in den Stream. Du hast Terry gesagt. Ich guck gleich in den Stream rein, was ich gesagt. Guck halt. Du hast Terry gesagt. Nein, aber ich hab wirklich Jerry gesagt. Du hast Terry gesagt. Ich hab Jerry gesagt und... Nein. Du hast Terry und auf den Rechten gezeigt. Ich habe Jerry gesagt und auf den Rechten gezeigt. Doch. Nein, Terry. Doch. Moment. Könnt ihr mal bitte im Chat schreiben, ob ich Jerry oder Terry gesagt habe? Also auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal Jerry ansprechen. Also auf jeden Fall den Rechten. Ja. Ja. Also ich meine, ich habe Jerry gesagt. Ich habe Jerry gesagt. Ich habe nicht Terry, sondern Jerry. Das ist Terry. Nein. Ich bin noch nicht so terrible, dass ich sowas mache. Na los, mach mal. Okay, ein Rätsel. Noch ein Punkt für mich. Ja. Terry! Ha! Ich hab nicht Terry... Ich hab... Du hast Terry gesagt. Bin mir sicher. Du hast Terry gesagt. Mann, nein. Ja? Ja. Ja? Ja. Sicher? Ja. Dann habe ich eben Terry gesagt.
Aber ich hab's nicht gesagt. In meinem Kopf hab ich's nicht gesagt. Naja, gut, jetzt weiß ich ja wenigstens, wer wer ist. Ja. Bis zum nächsten Mal. So, okay. Na, so wird das nichts, Bruder Herz. Genau, ich schneide einfach Jerry rein. Wenn ich's dann. So richtig schlecht, so. Jerry. Ja, das mache ich echt. Beziehungsweise, das habe ich echt gemacht dann, wenn Leute das ansehen. Stimmt, das ist eine gute Idee. So hieß Jerry. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Er sagte Terry. Ich sagte nicht Terry. Ihr habt es genau gehört, ich habe gesagt Jerry. Okay. Okay, ich nehme es so hin. Aber deine Methode ist auch dämlich. Meine Güte, da bahnt sich wohl gerade ein Streit an. Jerry, Terry, was streiten Sie denn da? Hey, sie hat die falsch rum aufgezählt. Oh, Sesans. Gut, genau zur rechten Zeit. Wir versuchen ein kniffliges Rätsel zu lesen. Vielleicht können Sie uns ja dabei helfen, Catriel.